Aber jetzt. Ihr verfiesen Geister. Verfluchte Geister eigentlich. Ich glaube kaum, dass die freiwillig Geister geworden sind. Die wurden bestimmt verflucht. Okay, hier gab es nichts. Säule auch. Und wieder eine Säule. Okay. Ist auch eine Säule. Wo bin ich jetzt? Runter oder oben weit? Ich will erstmal hier weiter nach oben. Mich da umschauen. Oh oh. Resist Fire. Gleich mal Healing. Und versuchen da durchzukommen. Nochmal Healing. Okay, gekillt. Hinter mir ist noch einer. Boah, zum Glück. Okay, gleich mal wieder hochheilen. Gut, hier müsste ich jetzt dann dort oben wieder im Gang sein, oder? Ja. Gehen wir hier unten weiter. So, einmal hier kurz. Und dann mal so. Okay. Dann will ich jetzt hier rüber. Schatz. Wolf. Okay. So, der ist tot. Hatte leider nichts, aber wir können uns heilen. Mist. Ja, der war gut. Nein. Das ist Feuer. Neuerdings ist immer so viel Lava. Ein Kristall wieder. Okay. Hier würde es weitergehen oder hier einmal das umrunden und ich will das auch machen. Ich will da jetzt nach links weiter. So, nein. Umsonst hier hoch. Wird es auch weitergehen? Und hier war ich, glaube ich, oder? Nein, noch nicht ganz. Dort oben war ich. Gehen wir mal dort rüber. Speichern. Was gibt es hier? Nichts? Gar nichts? Nee, gar nichts. Okay, wie gehe ich dann weiter? Ich werde jetzt hier runter gehen. Hier waren wir ja noch nicht. Moment mal, das hier habe ich auch nicht gesucht. Ich werde also erstmal hier so durchgehen, das hier durchsuchen, dann wieder hier so rüber und dann das. Da. So, hier so rüber. Bin ich schon richtig, oder? Ah, ein Geheimgang gibt's da. Hier, hier, da. Wo denn? Ich bin vorbei. Du? Nein. Hier. Nichts. Hier ist auch nichts. Wenigstens ein Schatz. Hey, ein Tork. Wie gut bist du? Hier. -2. Ach, der kann weg.
So, hier geht's nicht weiter. Dann jetzt hier. Da so einmal umrum. Vorher speichern. So, hier. Und da lang. Okay. Ja, passt. So, jetzt habe ich folgende Möglichkeiten. Entweder ich gehe hier weiter oder ich gehe hier zurück und schaue dann da rum, oder ich schaue hier im Osten weiter. Und ich will hier lang. Okay. Geist! Stirb, Geist! Geht doch. Komm schon, eine richtige Heilung. Ja. Ich gehe jetzt nach Westen. Ah, okay. Und hier war ich schon. Dann folge ich den Weg weiter nach unten. Möchte aber wieder speichern. Okay. Das ist nicht so gut. Ich brauche Feuerresistenz sofort. Und jetzt hat er sich selbst getötet. Okay. Da gibt es den Geheimgang darüber. Den werde ich mal kurz nehmen, weil ich nicht weiß, was dort drin ist. Und dann hier. Hier werde ich hier weiterschauen, kurz. Also, irgendwo hier gab den Geheimgang. Ja. Okay, im Geheimgang ist nichts. Da ist die Tür. Und hier. Hier gibt es einen Geheimgang. Ach, Moment mal, das brauchen wir nicht weiter. Aber hier könnten wir lang. Ich will noch mal speichern. Okay. Da! Und den da auch. So, schnell heilen. Heilen, nicht bisschen paar Punkte, sondern richtig. So, was finden wir hier drin? Hä? Mehrere Geister. Oh, Höllenhund. Sofort speichern. Okay, wo bin ich denn jetzt genau? Ich weiß es nicht. Aber hier würde ich auch so hinkommen. Ich glaube aber, dass es hier auch so weitergeht. Und deshalb werde ich hier weitergehen. Würde wahrscheinlich dann irgendwie so hochkommen. Da sehen wir doch mal nach. Okay. Hier ist. Oder warte, gibt es hier einen Geheimgang? Nein. Dann hier. Ein Troll? Ich sehe keinen Troll. Ich höre nicht mal einen. Okay, das ist. Jetzt sehe ich einen. Ein sehr langer Gang, wollte ich gerade sagen. Backler brauche ich nicht. Okay. Ich sehe hier oben schon gar nichts mehr. Deshalb gehe ich zurück. Ich will hier nicht weiter. Ich gehe den anderen Weg weiter. Okay. So. Hier hoch. Und dann, da ist er, der Höllenhund. Okay, ich will nochmal speichern.
So, wo könnten wir denn jetzt weiter? Ach, wir sind hier. Okay, dann schaue ich mal eben kurz nach Norden hier. Da geht's nirgends weiter. Nee, oder? Oh, heal true, heal true. Nein! Ich habe nach dem Höllenhund gespeichert, bin nach vorne gelaufen und dann hat mich der Zweite angegriffen. Ein Geist war's. Okay, ist gestorben. Keine Gefahr mehr, hier war eh nichts. Dann sehen wir uns hier drin weiter um. Hey, da war ein Geheimgang, den habe ich gar nicht bemerkt. Mal eine Potion auf Stamina, kann auch nicht schaden. Potion auf Healing. Ein Troll. Ich sehe keinen Troll. Da gibt es eine Tür. Und da ist irgendjemand. Da ist der Troll. Der macht nicht ein Geräusch. Jetzt! Sein Todesschrei muss er noch vollführen. Ein zweiter. Der hat einen Stab. Bisschen heilen wieder. Der Stab hat, glaube ich, 1 bis 8, den nehmen wir nicht. Okay, da würden wir also zu diesem Geheimgang kommen. Okay, den haben wir gerade gekillt gehabt. Ein neuer Troll. So, wo geht es denn weiter? Ich will. Da rein. Weiter nach oben. Ja, sehen wir uns erstmal ein bisschen oben um. Aber vorher speichern. Okay. Gibt's. Wow! Boah! Und toll jetzt auch noch. Plötzlich sind ein paar Geister. Oh Mann. Die sind auch wieder Geister. Ich weiß aber nicht, wo diese blöde Troll sein soll. Okay, da könnte ich nach oben, aber ich will jetzt dann doch erstmal hier weiterschauen. Nicht hier, sondern hier. Ein Troll? Ich sehe kein Troll. Wo habe ich sie? Ein Schachharz. 83 Gold. Okay, dann gehen wir hier zurück und da rein. Noch ein Troll. Ein Höllenhund. Speichern. Höllenhunde können einen sofort töten, ohne dass man es überhaupt mitbekommt. Das Speichern so immer ratsam. Ein Geist? Wie konnten wir den übersehen? Okay. Ein Troll? Wow, da ist er ja! Nichts hat er dabei. Böser Troll. Hab wenigstens was dabei, wenn du mich schon angreifst. So, ich glaube, da hinten ging es weiter, oder? Jo. Da sind die Höllenhunde. Oh, oh. Oh, das war mal eine gute Heilung. Eine sehr gute. Okay, aber gedroppt haben sie nichts. Nein! Hier der nächste Feuerhund. Ah, der war auch. Die Heilung war auch sehr gut. Ah, die lässt Menschen übrig. Aber egal, es reicht. Okay, da gibt's jetzt. Ah, okay, hier ist dann Schluss.
Hier kommen wir wieder da nach oben. Und die Tür habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein Geheimraum. Wie haben wir den Höllenhund hier gekillt? Das habe der wahrscheinlich jetzt der AOE-Schaden der Höllenhunde durch die Wand gereicht. Okay, dann hier durch. Ist schon wieder irgendwann toll. Wo geht's jetzt weiter? Durch die Geheimtür? Ja, gehen wir durch die Geheimtür. Aber vor der Geheimtür. Wow, ein Zombie! Mit dem Zombie habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. 80 Gold! Das ist ja toll. Okay, speichern. Noch ein Zombie. Mehrere Zombies. Okay, so. Du hast nichts. Dann trinke ich schnell einen Heiltrank. Und du hast 50 Gold dabei. Das mag ich. Schatz. 35 Gold und ein neues Claymore. Werfen wir das alte weg? Da. Ach, wir haben Breitschwert 1 bis 12 und das Claymore 2 bis 8. Wir werfen das Breitschwert weg und nehmen das Claymore. So. Kann es sein, dass es hier Schluss ist? Da unten gibt es noch einen Punkt. Ist da vielleicht was drauf? Na, trinken wir mal einen Feuerresistenztrank. Nee, das ist eine Säule. Und hier ist auch eine Säule. Und wieder eine Säule. Das heißt, dieser Raum hier ist dicht. Und das ist er auch. Dann könnten wir jetzt da weiter. Gehen wir gleich hier rauf. So. Speichern. Jetzt ist da schon wieder irgendwo ein Troll. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Okay, das hier. Ist das eine Tür oder ein Geheimgang? Eine Tür, da will ich jetzt aber noch nicht rein. Schauen wir mal da lang. Zombies! Ja, so tötet es sich schon viel leichter. Okay, hier gibt es jetzt eine Tür und hier geht es auch weiter. Okay, ich will aber noch nicht nach rechts. Das heißt, ich gehe mal da oben weiter. Da ist er ein Zombie. Oh toll, sind wir krank. Toll. Macht uns einfach krank. Cure Disease. Dann wieder heilen. Nochmal heilen. Okay. Gibt es hier sonst nichts? Nein, dann gehen wir jetzt in den anderen Raum. Wow, Höllenhunde! Stehen da plötzlich zwei Höllenhunde vor mir. Okay. Hier lang. Ein Zombie hat für uns die Tür geöffnet. 10 Gold, naja, immerhin etwas. Besser als die meisten anderen, die gar nichts mitnehmen. Okay, hier ist nirgends etwas. Hier war nur der Zombie drin. Gut, dann könnten wir jetzt
Dann gehen wir jetzt hier nach oben und schauen mal so nach links, dass wir das auch mal erkunden. Hier ist irgendwo ein Höllenhund. So, nochmal speichern.